Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Omsi. Ja, jetzt kommt wieder mal eine Spezialfolge von Omsi. Sogar mit Facecam. Ich weiß nicht, ob ich die Facecam jetzt dazustellen werde oder nicht. Ja, wie ihr hier seht, bin ich hier jetzt quasi so mit Facecam da. Greenscreen gibt's noch keinen, kommt aber noch. Was ihr jetzt nicht seht, ist hier das Logitech G27 hier. Ihr seht es ein wenig. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Wartet mal kurz. So. So soll es einigermaßen wieder passen. Ich werde mich hier dann weiter zurücklehnen. Werde mir weniger hören. Drum werde ich hier den ganzen Mikrofonarm nach vorne schieben. Und so hören wir uns wieder. Was ich hier, glaube ich, besser machen würde, ist die Facecam um eine Spur größer machen, damit ihr mich doch noch deutlicher seht, weil die Facecam wird ja sowieso kleiner. Würde ich mal sagen, starten wir den Bus. Oder eher gesagt, setzen wir uns mal rein in den Bus. Wir machen jetzt mal, wisst ihr was, wir machen jetzt eine ganz Spezialfolge um sie. Wir werden jetzt den ganzen Bus mal durchchecken, wie er aussieht. Also, er hat sich schon ein wenig verändert. Hier ein schönes Display, eine Registrierkasse. Bisschen noch im alten Stil. Ich habe jetzt den 2006er genommen. 2007, ne, hat sich hier die Schale. Ah, noch eine Info vorweg. Ihr könnt einen Heli hören. liegt wahrscheinlich dran, dass einer ausgebrochen ist oder Mörder oder weiß nicht. Weiß nicht, was wieder bei uns hier los ist. Hier haben wir unser. Er ist noch nie ausgereift, das ist alles die erste Version, das ist glaube ich gestern oder vorgestern rausgekommen, das Projekt meins. Wir hier in Steyr haben ja auch solche Lion City Busse, dreitüriger und einen Gelenksbus, so wie diesen, nur in Viertürer Variante. Ich hoffe, da sitzt sich mal einer ran und macht einen Viertürer, denn ich möchte ja die Karte von Steyr nachbauen. Dann werden diese Busse wahrscheinlich in Einsatz kommen. Ein bisschen verändern werde ich, wenn ich darf, mal sehen. Ein bisschen bearbeiten werden wir jetzt wieder heraus switchen hier so. An und für sich ist er schon geil. Der Sound ist auch geil, aber kleine Bugs gibt es noch. Und da hören wir uns mal. Ja, das hat sich nicht geändert. Aber hier, dieser Ton, der existiert ja auch. Bei unseren Bussen, dann können wir jetzt mal die Tür aufmachen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu laut. Ich drehe das jetzt mal um 1 runter. Ja, die Türsounds, die sind echt genau exakt die gleichen. Hört mal ran. Okay, vielleicht ein bisschen vor. Das hat man jetzt am Schluss gehört. Aber es hört sich 1 zu 1 fast genau an. Also wir haben jetzt die Euro 6er, da hört sich das Ganze noch anders an. Diese sind hier nicht quasi hier eingebildet, aber die vorigen, was wir gehabt haben, ich glaube das ist Euro 5 oder Euro 3, ich weiß gar nicht. Also die Euro 6 Klasse ist sehr umweltfreundlich und sehr leise. Schalten wir mal das Licht an, das ist die Klasse Void Variante. Ja, hier sehen wir, das Getriebe ist Void. Die hintere Türe ist mit Türtaster zu öffnen. Kein Türschließsound. Weiß nicht, wie es in Mainz ist. Ich kenne mich in Mainz nicht aus. Deswegen habe ich mich schon ein bisschen verfahren. Und ich habe die Karte noch nicht komplett installiert. Das heißt, GeForce nimmt das eh auf. Diese Linien, die 105 und die 54E, sind glaube ich nicht vollständig. Also wir werden jetzt mal die 68 fahren. Fängt schon mal gut an, HBF Pause zum Hauptbahnhof. Weißt was, dann switchen wir uns gleich mal zum Hauptbahnhof. Ich weiß zwar nicht, wo die Pause ist. Ich kenne mich, wie gesagt, null auf dieser Karte aus. So, wo ist hier die Pause? Hochheim. Hauptbahnhof. 69. 68 brauchen wir. Huch.
Boah, leck mich. Hier ist doch, glaube ich, auch etwas, oder? Nö. Boah, echt nice. Also ich muss sagen, die Stadt ist schon schön gemacht. Aber ich kenne mich trotzdem noch nicht aus. Nehmen wir mal, schauen wir mal, 68, Sonntag. Hüpfen wir mal zu Berliner Platz. Da waren wir eh am Anfang. Ja, gut. Ach so, ich habe jetzt den Bus weggewarbt und ich nicht. Sollte man auch wissen, wie das geht. Oder auch nicht. Ist mir scheißegal. So, da stehen wir wieder. Und dann nehmen wir uns halt mal die Linie 68 und dann den Sonntag. Und jetzt gehen wir um die bisschen rauf. Gut, dann sitzen wir uns jetzt mal rein und werden hier mal mit einem schönen Ibis spielen, das hier leider schon wieder Probleme macht. Also, das kann ich jetzt gar nicht anklicken. So gut, ich muss mal kurz mal fahren. Also diese Sounds, die sind schon echt nice. Ich glaube, ich muss meine Autospur dann ein bisschen lauter drehen. So, Ibis. Ja, gut. So, das wollte ich erzwingen, dass sie das jetzt umschaltet. Denn wir geben jetzt 8600 ein. Und ja, ich habe gerade die falsche Linie eingegeben. 6800. So, dann klicken wir hier rauf. Und dann sind hier schon die Anzeigen drin. Und wenn ich jetzt Q drücke, hört mal rein. Berliner Platz, Endstelle. Das ist jetzt falsch gewesen. Das ist jetzt nicht der Endstelleplatz. Kann ich hier rückdrücken? Sprechwunsch. Lässt sich nicht anklicken. Fahrplan kann ich auch nicht anklicken. Also hier ist noch nicht recht viel zu machen. Ich weiß jetzt echt nicht, warum hat dir da Endplatz gesagt? Egal. So. Hier haben wir diesen Berliner Platz und spulen wir mal die 64 Minuten nach oben. So, 23 haben wir noch. Machen wir mal 22. Haben wir nur noch eine Minute verfügbar. Hauptbahnhof über Rheingoldhalle Rathaus. Was mich hier an diesem Modell stört, ist, dass sich der Blinker nicht von alleine wieder rausnimmt. Wenn ich hier einlenke, er bleibt dauerhaft drin. Was beim Überlandbus funktioniert, bei einem Citybus, ich weiß nicht, ob das wirklich in Mainz so genau gleich ist. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gleich ist, aber egal. So, nehmen wir die Haltestellenbremse raus und fahren los. So, ich muss mich jetzt mal an dieses Ganze gewöhnen, denn ich sitze jetzt ganz weit hinten und ihr seht mich wieder natürlich so wenig. Ich hoffe, das passt so. Bläh. Dann fahren wir mal los. So. Das war jetzt nur ein kleiner Test, denn ich höre mich immer so laut. Gusch. So laut an. Da streikt er schon, der MAN. Ich hasse das, wenn sich der Blinker nicht ausstellt. Egal. Fahren wir mal los. Ansagen sollten sich auch automatisch weiterschalten. Einfach mal den Sound genießen von diesem Lion City. Der ist echt der Hammer. Dann dieser Turbo, der pfeift. Es ist einfach sehr schön anzuhören. Wir können später dann noch eine Innentour machen. Ich habe eh schon ein Video hochgeladen, wo ich hinten gesessen bin und ein bisschen gefahren bin. Goethestraße. Hat er die schon angesagt? Wir haben hier E-Route. Was mich hier noch
nervt, ist, dass man keinen Haltestellen-Ding-Taster hat. Wenn ich hier die Türenfreigabe reingebe und es ein Haltewunsch, dann... können die Leute raus und das ist nicht bedacht. Ich weiß nicht, ob das so original nachgemacht ist. So, schauen wir mal. Goethestraße, okay, die ist schon drinnen. Fahren wir mal weiter. Warum keine Leute einsteigen wollen, das weiß ich nicht. Haben wir Licht angemacht? Nö, natürlich nicht. So, ich habe mir gedacht, dass ich die zweite Facecam auf das Lenkrad fokussiere, aber lassen wir es lieber bleiben und schauen wir. Lass mal das mit der Hauptkamera und der Tonspur zusammenbringen, denn der Bus ist sehr laut, wie ich auf meinen Kopfhörern höre. Die Geschwindigkeitsbegrenzung halten wir uns jetzt mal nicht. Döp. Warum hier keine Ansagen? Warum höre ich denn jetzt keine Ansagen mehr? Altenwohnheim. Willst du mich verarschen? Warum hier keine Einsteigen? Ich weiß es nicht. Wir fahren ja zum Hauptbahnhof, oder? Ja. Ja. Ist mir doch egal. Dann machen wir einfach mal eine Rundfahrt. Ist auch egal, wenn sie nicht einsteigen wollen. Jetzt stellte ich mit dem Türtaster. Altkönigstraße. Mit dem Fußtaster weiter. Also mit der Kupplung. Altkönigstraße. Jetzt hören wir es doppelt. Okay, dann lasse ich das mal bleiben mit dem Raufsteigen. Oh, jetzt ist er hängen geblieben. Das hatte ich schon mal gehabt. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bug. Jetzt kommt er wieder. Also dieser Sound, der ist ja echt gigantisch. Muss man nur lassen. Ich glaube, ich habe schon wieder am Mikro rumgefummelt. Ich höre mich so hell an. Ach Gott, ich soll eigentlich die Einstellung lassen. Es will keine Sau einsteigen. Ich habe wieder irgendetwas falsch gemacht. Ist ja eh nichts Neues. Bitte abfahren, steht da. Ich will nicht abfahren. Wie geil. Da steht einfach nur abfahren. Mehr nicht. Ja, toll. Irgendwas spackt. Vorhin hat es geklappt, oder gestern zumindest auf Abend. Ja, dann meckert wenigstens keiner. Da komme ich 100% drüber, ohne dass ich den streife. Aber will auch keinen einsteigen. Fahren wir einfach mal gleich weiter. Sinnlos sowieso. Irgendwas ist falsch.
Sowas gibt's auch? Ich kenne mich in Mainz gar nicht aus. Würden alle nicht einsteigen. Vielleicht ist auch der falsche Bus. Ich weiß es nicht. Weil mit dem Überlandbus kann ich im Ibis nichts einstellen, weil ich nicht weiß, wie es geht. Wenn ich auf Enter drücke, hört man immer den Fehlerton, dass diese Route nicht existiert. Warum gehst du da über die Straße? Meine Güte. Aber sonst finde ich das ganze Projekt geil. Ich habe schon sehr lange drauf gewartet. Chicago, Edwin sind nur zwei Linien, das ist nicht so begeisternd, aber ist auch geil. Das sollte ein Übergang sein, oh mein Gott. Auf den Lion City habe ich sehr lange gewartet. Ich habe schon zu Beginn, glaube ich, des ersten Videos so gefeiert. Boah, echt klasse. Dieses Team von Projekt Mainz, die das gemacht haben, erste Sahne, muss ich mal sagen. Freut mich voll, dass das Projekt wirklich weitergegangen ist und dass es fertig ist. Ich hoffe, es kommen bald Updates mit ein paar Fixes, Bugfixes. Fixes, du Lümmel, du. Also diese Strecke kenne ich schon wenig. Hier werden wir ankacken. Ja, ankacken. Mach's doch ein bisschen fester, ne? Ich wollte sagen, auf den Randstein, der ist sehr beliebt derzeit bei meiner Fahrt. Ich weiß nicht warum. Antonius Haus. Ansagen sind auch sehr schön gemacht. Schön original. Das werde ich wahrscheinlich bei uns nicht zusammenbringen. Außerdem muss ich zuerst mal fragen, ob ich das Ganze benutzen darf und nehmen darf. Und sowieso habe ich ein bisschen schon angefangen ins Bauen, aber da brauche ich wirklich ein paar Profis. Und ich habe noch nicht mal angefangen, ihn zu suchen. So, diese Ampel bleibt jetzt mal länger auf Rot. Ja, ich glaube, das hätte man mit einem Überlandbus fahren sollen. Aber da klappen die Linieneinstellungen nicht. Ich weiß es echt nicht. Wenn ich hier rausnehme, fahren wir wieder. Okay, das ist blöd. Jo. Wer es noch nicht kennt, ich habe das Rode NT1A mit dem Rode Ständer, ich weiß jetzt nicht wie er heißt. Habe ich leider kein Unboxing gemacht, aber macht ja nichts. Ist ja völlig egal, oder? Vielleicht kann ich noch ein Update machen, denn von der Roomtour. Denn ich habe jetzt bald einen dritten Bildschirm hier drüben. Ja, ihr denkt euch sicher, ich bin voll ein Vollidiot. Nein, eben nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel live streamen will, ist am Hauptbildschirm das Spiel und rechts ist Open Broadcaster und links wird dann der Stream sein. Oder ich werde hier splitten, einmal Spotify und OBS, denn mir geht der Platz schon langsam aus. Und von den Dateien, ich habe drei Festplatten. Eine ist die Hauptfestplatte, wo Windows droben ist, und die anderen zwei sind nur Daten und die sind schon fast voll. Ich habe 1 Terabyte und 500 Gigabyte. Nee, das ist falsch. 2 Terabyte, also eine mit 1 Terabyte und nochmal eine mit 1 Terabyte. Die eine ist eine SSD und die andere ist ganz normale und die sind fast voll. Ich müsste da mal wieder mal bereinigen. Mediamarkt hätte da so eine Aktion gehabt. 5 Terabyte für 100 Euro. Ist schon günstig. Schaffen wir den? Ich weiß es nicht. Ach komm schon, immerhin. Das ist, glaube ich, eine Überlandstrecke.
Aber egal. 4 Minuten Verfrühung. Puh. Schön. So groß im Ganzen läuft die Karte fast flüssig. Wenn man kurz mal in die Stadt switcht, na, ruckelt's ein wenig. Ich hoffe, diese Linie ist vollständig. Ah, da fahren wir jetzt einfach mal durch. Ich hoffe, die Linie ist vollständig. Weil ich muss ja dann noch die einzelnen Mods installieren, damit das funktioniert. Oder Erweiterungen, sagen wir so, die benutzt worden sind für die Erstellung der Karte. Ja, die Grafikeinstellungen habe ich doof eingestellt. Darum sie extrem spackt. Seht ihr ja selbst. Und deswegen ploppen meistens die Objekte auf. Jetzt werden wir hüpfen. Ich bleib mal am Gas. Schön, oder? Weißt du was? Hüpfen wir mal in F2. So sieht die Fahrt hinten aus. Also echt wie beim unseren. Sound hört sich echt geil an. Hallgarder Straße. Der Bus hat eine ZDF-Werbung. Ich will hier kein... Nee, ich brauche gar nicht über Produktplacement reden. Das geht mich echt doch nix an. Hey, Linzer Straße, die ist ja bekannt. Nee, Schmäh. Ja. Zu Hause haben wir hier dann eine kleine Baustelle. Ab morgen geht's an. Nee, gesagt, ab heute schon. Da wird der PC abgebaut und rübergestellt zum Fernseher. Da hier der ganze Tisch umgebaut wird, wieder einmal für den dritten Bildschirm, wird das Ganze höher gestellt dann. Wollte ich eigentlich nicht drücken. Den Haltestellentaster. Hey du da, willst du nicht einsteigen? Nee. Na gut, dann lass mal ihn. Fahren wir lieber weiter, bevor die hinteren ins Hupen anfangen. Während der Fahrt ist die Tür zu öffnen nicht möglich. Und da haben wir einen OMSI 2 Ladebildschirm. Den werden wir oft im Gesicht haben, denn die Karte ist groß, hat aber 4 Linien. Kastell, Bahnhof. Die ersten 2 unteren Linien, die sind die meistbefahrenen, und die oberen 2 Linien sind seltene Linien, die sieht man nicht jedes Mal, habe ich im Handbuch gelesen. Ich lese mir gerne das Handbuch immer durch. Was ich mir noch nicht durchgelesen habe, ist beim Startscreen die Karte, was unten steht und wie die Leistungen vom Bus sind. Und ich, ja doch, die Karte baut sich doch noch auf. Ich dachte schon, oder? Jetzt ist glaube ich vorbei. Huch. Jetzt glaube ich ist vorbei. Ja. Wie gesagt, ich bin noch nicht komplett fertig mit dieser Karte. Ich habe das Ganze gestern mal so unregelmäßig reingeschmissen. Ich muss da noch ein bisschen installieren. Aber wie gesagt, diese Karte ist hammergeil. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, Let's Play. Es ist kein Let's Play geworden, da die Fahrgäste nicht mitgespielt haben. Und ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob ich mich hier nochmal hin teleportieren kann. Okay, der Fahrplan muss weg. So. Ne, was ist denn jetzt los? So, gut. Dann werden wir jetzt uns den Bus mal genau unter die Lupe nehmen. Da
da wir eh nicht mehr fahren. Das ist jetzt klar quasi wieder ein Entschädigungsvideo oder so, weil ich nicht rechtzeitig dran gekommen bin, dass ich The Evil Within und The Witcher hochlade. Es ist einfach, ich habe jetzt einen Upload-Plan erstellt, aber ich bin nicht dazu gekommen. Es war einfach zu stressig wieder mal diese Woche. Es tut mir leid, ich hoffe, dass es nächste Woche wirklich mal pünktlich passiert. Gut, gehen wir mal den ganzen Bus durch. Hier haben wir die kleine Sitzecke, die ist glaube ich auch bei uns vorhanden. Diese Griffe, es ist einfach nice, wie man so etwas nachstellen kann. Ich kann es zum Beispiel nicht, weil ich zu blöd bin. Muss man glaube ich irgendwie mit Blender machen. Oder hier zum Beispiel diese ZDF-Logo hier. So eine kleine Löcher, die man im Originalen auch hat, damit man durchsehen kann. Ach übrigens, die Türen kann man ja auch hier so. Ich habe jetzt mal auf den Not-Taster gedrückt. Funktioniert auch. Und jetzt geht das nicht auf. Ach, wie geil. Ah, den hört man nicht. Macht er auch einen Türsound? Nö, diese Tür ist defekt, würde ich mal sagen. Hier haben wir diese Klappe für die Rollstuhlfahrer. Wenn man hier jetzt das Kneeling aktiviert, sollte die Klappe so weit wie möglich nach unten gehen. Finde ich nice. Hier kann man auch Notfall öffnen. Diese Tür sagt dann auch wieder nichts wahrscheinlich. Hallo? Die geht gar nicht auf. Ne, die ist blockiert. Mach zu. Zu. Okay. Ne, die geht gar nicht auf. Nur die zweite. Beim Mercedes C2 kann man diese Dinger bewegen. Die Sperrtasten scheinen nicht zu gehen. Wenn ich den jetzt aktiviere, passiert Nüsse. Drücke ich. Ja, so kann man es auch wieder schließen. Und das finde ich auch echt nice. Wie man so etwas. Ich liebe diesen Bus so sehr. Da hat unsere Stadt wieder mal was Tolles investiert. Was hier. War das jetzt ein Witz? Ein kleiner Fail ist hier noch bei der Kasse. Boah, jetzt haben wir den Mausfehler wieder. Jetzt können wir nichts anklicken. Ach, muss mal kurz warten, bis die Maus weggeblendet wird. Ah, jetzt geht wieder gar nichts. Ich kann keine Tasten wieder andrücken. Da ist ein kleiner Bug noch drin. Das, Leute, müsst ihr noch ein bisschen beheben. Weil jetzt kann ich, glaube ich, nicht wegfahren. Weil das Kneeling drin ist. Nee, keine Chance. Kneeling lässt sich nicht rausnehmen. Also ich kann jetzt nichts mehr anklicken. Nichts mehr bearbeiten. Ich kann nur die Tasten am Lenkrad drücken. Mach die Tür zu, mach die Tür auf, mach die Tür zu, mach den Motor aus. Ja. Also, das finde ich auch nice, wie man diese Anzeige einfach nachbauen kann. Die ist echt geil. Was hier steht, ist ein bisschen sinnlos, aber naja. Suche beim Stehen festen Halt. Brückenplatz. Brückenplatz. Da sehen wir ein bisschen, haben wir ein paar Pixelfehler. Rheingoldhalle, Schusterstraße, Galeria Kaufhof. Finde ich auch geil, was da so gesagt wird. Das ist sehr synchron. Bauhofstraße, Rheinland-Pfalz Bank. Was ich hier nicht nice finde oder schade finde, wenn man den Stoppknopf drückt, damit hier nicht, hier steht nur Halt. Was geil wäre, wenn hier steht Wagen hält und hier auch nochmal die kleine Anzeige mit Wagen hält hier wäre. Das wäre nice, aber das ist ja nicht nach Steyr nachgebaut, sondern nach Mainz.
Wie ihr seht, kann ich jetzt gar nichts mehr klicken. Die Fenster können wir jetzt auch nicht mehr öffnen. Ich weiß nicht, warum das ein Bug ist. Wenn ich hier die Zündung rausnehme, bleibt das stehen. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Hindenburgplatz, Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Muss echt sagen, ohne Zündung. Hauptbahnhof, Endstelle. Geht das auch. Gut. Das ist der Lion City. Jetzt ist er weg. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. So. Ach ja. Hallo, liebe Facecam. Warum ist hier Standbild gewesen? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Facecam in Standbild gewesen ist. Tut mir echt leid. Wenn das so passiert ist, ich weiß es nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt mal den Überlandbus. Weil den normalen Lion City nehme ich nicht, weil der ist noch ein bisschen verbuggt. Wenn man jetzt zum Beispiel draußen fährt, hört man den Sound nicht, wenn er steht. Ja, ich habe den Bus schon ein bisschen getestet in anderen Karten. Weil die Karte meint ja noch ein bisschen buggy ist. Buggy. Weil ich noch nichts installiert habe. So, keine Rückmeldung. Omsi, ich mag dich. So, tut sich hier was? Nö. So, jetzt haben wir den. Der hat ein kleines bisschen Veränderung. Hier auch am Ibis. Jetzt geht wieder alles. Aber ich weiß nicht, wie das Ibis-Klumpet geht. Hier kann man Ibis drücken. Dann steht hier, bla bla bla. Hier kann ich nichts anklicken. Alle Ziele, Sonderziele, Route, Zielnummer, das scheint alles zu gehen, aber 01? Jetzt Funk Ibis Umlauf Nummer 01. Moment. Welche Linie fahren wir hier? Die 68. 68111. Folgende Fahrt. Nehmen wir mal diese da her. Er sagt einfach nein. Linie Kurs. Ibis. Ibis Route. Ich habe keine Ahnung. Überfordert mich. Zielnummer 0000. Nee. 01. Bestätigen. Umlauf 680. Enter. Okay. Fehler. Jetzt steht 6E da. Das ist falsch. Ich weiß nicht, wo da hier der Fehler liegt. Ich kenne mich nicht aus. 6800. Bestätigen. Okay. Dann kann ich hier nochmal was eintippen. Route. Route 01. Fehler. Route 02. Fehler. Route 1. Fehler. Ich bin echt überfordert, wie dieses Kästchen geht. Hier kann ich am Display nichts machen. Und jetzt steht hier irgendein Kack. Jetzt steht wenigstens das da. Aber Ibis.
Umlaufnummer, die stimmt jetzt. Shit, das ist verbuggt. Die Tasten gehen ja gar nicht. Nur dieses Tastenfältchen hier. Diese da, diese da, diese da, diese nicht. C geht auch nicht. Okay. Ja, jetzt habe ich es gelöscht. Umlauf 6800 Enter. Jetzt stimmt das. Null null neunzig geht nicht Route 01. Es überfordert mich sehr stark. Bitte eingeben Zielnummer. Route. Ziel. Ja, ist ja klar. 01. Müssen wir jetzt echt nachsehen? Omsi. Jetzt geht wieder das ganze Spiel mit, das soll nicht sein. Ja, ich will nicht mit der Maus fahren, du Idiot. Nehmen wir den Task Manager, minimieren das Ganze. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mit. Meint. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausstelle. Meint. Hatte zum Beispiel den schon reingestellt, der hier Mega The Gaming war. So. Er ist auch am Start. Aber ich stelle mir jetzt mal auf Mute. Der fährt jetzt mit dem Falschen. Der hat das Ganze schon richtig installiert, aber ich möchte ja den Überlandbus nehmen. Echt, es hat noch keiner ein Video über diesen Bus hochgeladen, oder? Nee. Gut. Ich kenne mich nicht mit dem Ibis aus. Egal, dann tun wir einfach. Ich will eigentlich diese rote Anzeige hier haben, wenn ich hier drücke. Schön, hier ist kurz Wagenheld gestanden und weg ist es. Geil, jetzt blinkt es. So soll es eigentlich sein. Wagenheld, ich liebe diesen Bus. So, gehen wir mal ganz nach hinten. Könnten wir jetzt hier... Ja, könnten wir. Linie 00. Ja. Würde ich mich auskennen, könnten wir eigentlich wegfahren. Ich weiß jetzt echt nicht, wo wir hier drin sind. Boah, dieses ist so verbuggt, Leute. Nein.
komm schon. Bitte. Jetzt kann ich hier oben klicken, aber ich will das nicht, ich will das nicht. Warum leuchtet hier das ABS? ASR. Was ist denn hier los? Leute! Ibis Sonderziele. Entwerter aus. Ich kann das nicht einstellen. Zielnummer. Machen wir das Handbuch auf. Mit Adobe Reader. Können wir ihr könnt da mal gerne mitschauen. Wir sind jetzt auf, hier ist nur das andere Ibis verzeichnet. Allein sind die hier. GÜ. Hier wird nur erklärt, was das Ganze ist. Und dann wird das Ibis nicht mehr erklärt. Finde ich schwach. Die erste Box. Die Variante der MVG. Die Variante der ORN. Das Einstellen der Box. Der ersten Box erfolgt wie gewohnt über die Eingabe der Linie, Kurs und Route. Die Funktion Linie, Kurs unter dem zu finden. Ziel. Route. Nehmen wir mal 72, ich weiß es ja nicht. Boah, Mann. Route 72. Ziel. Welches Ziel soll ich bitte eingeben? 72, 27, ja, scheiß drauf. Düdüd, was ist falsch? Ibis. Jetzt machen wir das nochmal. Ich mache es jetzt so lange, bis das klappt. Die Zielnummer ist nichts. Dann haben wir hier die Route. Hier steht Kursnummer. Start, Ziel. Hier seht ihr es ganz genau. Es lässt sich einfach nichts einstellen. Kursnummer. Ibis. Umlauf. Aha. Umlaufnummer. Ist richtig. Folgende Fahrt. Linie, Kurs 0090.
Ich habe keine Ahnung. Drei Zahlen können wir eingeben. Falsch. Er will mich einfach nicht. Ich kann es einfach nicht sagen, was hier falsch ist. Jetzt ist die ganze 6-8 wieder weg. Ich kann es euch echt nicht sagen. Warum rutsche ich jetzt runter? Weil ich nichts weiß. OMSI 2 Mainz. Mann, geh Ü Ibis. Das kann doch nicht so schwer sein, meine Herren. Jetzt hüpft mir das Mikro wieder runter. Freund und Helfer, google. Da haben wir es eh schon. Kommentare, was hier steht hier? Hey, das ist auch mal geil, wie die Biene stellt. So. Au. Schauen wir mal in den FAQ. Das stimmt alles noch nicht. Gut. Linien, Fahrzeuge. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Diese da machen mir Probleme, wobei ich diesen hier noch nicht gefunden habe. Mit dieser Tür. Ich glaube, den habe ich schon gehabt, aber ich weiß echt nicht, warum ich den jetzt nicht mehr habe. Der geht nach innen auf. Gut, schmeiß mal den Bus mal weg. Plam. Holen uns den Auftrag nochmal wieder. Nochmal wieder. Mhm. Deutsch, sehr schön. Du bist gut. So. Lern-CD. Das ist der ganz normale. Drei Türe, glaube ich. Oder? Ja, das ist der falsche. Und das ist auch der falsche. Falsche. Ist nämlich der da. Mhm. So. Mehr hieß hier dann eh nicht mehr drin, glaube ich. Lern City. So. Haben wir aus den Vehicles irgendwas vergessen? Kann ja sein. So, das Projekt Mainz Teil 1 ist falsch, Projekt Teil 2. Textur hier ist nichts. Installationshinweise. Benötigte Add-ons, okay, ja, das ist sehr viel, aber egal. Schiff, das kenne ich noch gar nicht, und GT6M, was ist das bitte? Ah, das ist der Zug.
der auch nicht fährt. Okay, wir haben hier drei Modelle, aber das sind noch nicht die Endmodelle. Weil wir haben auf der Projekt Mainz Seite, Projekt Mainz, haben wir mehrere Modelle, Fahrzeuge hier. Warum kann ich jetzt nicht mehr schauen, welche Fahrzeuge? Hier hat man die ganzen abgelistet. Aber macht nichts. Wie wir hier sehen, haben wir hier den 2006 und 2007er, glaube ich. Und hier zwei verschiedene noch dazu. Einmal diesen, der mit diesen Türen und einmal mit diesen Türen. Den hatte ich doch heute in der Früh gehabt oder gestern in der Früh. Ich bin so doof. Schauen wir mal unter Mercedes-Benz. Ich bin jetzt mal doof. Ich schau jetzt irgendwann was. Nö. Ja, kannst mich mal, du Öl. Also dieser ist dann der Kleine. Der liebe Kleine. Meins. Wird jetzt kein Tutorial, wird einfach mal eine billige Fahrt. Huckst du dich bitte da rein? Also der sieht so klein aus. Gut, dann nehmen wir uns den Fahrplan mit der 6.8. Eigentlich mit der 6.9. Fachhochschule. Warten wir uns zur Fachhochschule. Kein Thema. Die Linie wird auch nicht vollständig sein. Machen wir noch eine Fahrt. Sechs, neun. Hauptbahnhof. Mann, bin ich idiotisch. Wir brauchen ja die Innenansagen. Hallo? Interessant, wie dieses Ibis schwebt. Ist das normal? Ja. Ich glaube, das ist jetzt defekt. Hier hört man nichts mehr vom Sound. Steige ich mal aufs Gas. Ich glaube, die haben... Da, wo der stehen sollte, haben die den vergessen. Bitte Linie, Kurs, ich kann hier nichts anwenden. Dieses Ibis ist defekt. Ja, kack drauf. Komfort erscheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Ich hab's ja gesagt, dieser kleine Bus ist ein wenig buggy. Buggy, buggy, buggy. So, Mainz und dann wieder Fachhochschule. Kann ich schon mit dir nichts machen. Ich kann hier auch nicht manuell schildern. Bus scheint, glaube ich, kaputt zu sein.
es wird 16 Uhr. Flump. So, dann gehen wir auf 16. Und hier stehen keine Fahrgäste. Fahren wir weiter. Wie gesagt, dieser Bus ist buggy. Ja, das Arschloch ist mir hinten reingefahren. Nichts Neues. Blinker geht auch nicht aus. Ich habe ja dieses Ganze über den Alternativlink, glaube ich, runtergeladen. Ja, hier sehen wir, die Karte hört schon auf. Brauchen wir nicht weiterfahren. Ich muss diese Add-ons installieren. Dann schaue ich mal, ob ich die Seite bekomme. Ja, und jetzt hängt er wieder. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt endgültig mal. KFC, immer. Nimm's lecker. Miam, miam, miam. Bam, fährt mir voll durch. Ich bin so doof. Nee, ich muss das noch installieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und da natürlich richtig. Ich muss das Ganze noch installieren. Kann ich Motor abdrehen? Nee, hier scheint es zu spacken. Egal. Dann stelle ich den jetzt mal hier hin. Bla 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 bla. Um sie ja, um sie hier. So gut. Ja, dann schieße ich jetzt mal um sie ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Plump. Ciao.